Gott. Was zum Teufel ist hier passiert? Für dich ihr Leben riskiert. Das war ihre Wahl, verdammt. Ich gehe da nicht hin. Dann lass es. Geh zurück. Fick dich, Owen. Hände hoch. Wo ist Abby? Du bist die Kleine aus Jackson. Sag mir, wo sie ist. Tötest du uns nicht trotzdem? Wenn du es ihr sagst, sind wir tot. Ihr könnt das überleben. Ich brauche nur sie. Bullshit. Du. Komm her. Beweg deinen Arsch hierher! Zeig mir auf der Karte, wo sie ist. Und danach du. Wir stimmen nicht überein. Okay. Was hast du vor? Sie ist bestimmt eh schon tot. Das ist es nicht wert. Stopp! Wir können überall... Geh sofort zurück! Zeig mir, wo sie ist. Zeig es mir einfach! Sie... Sag mir, wo Abby ist. Wo ist sie? Alles ist gut. Komm schon, gehen wir. Gehen wir. Alles ist gut.
Das wird nicht klappen. Da ist alles voller Schnee. Nein, wenn wir da ankommen, wird alles getaut sein. Wo willst du hin? Brauchte nur Luft. Warum seid ihr noch wach? Konnten nicht schlafen. Hier, sieh dir das an. Wir wollen über Ellensburg nach Hause zurück. Wenn wir bis morgen in Fall City sind, wäre das gut. Hey. Die haben gekriegt, was sie verdienen. Aber sie darf weiterleben. Ja. Ist das okay? Muss es sein. Ich freue mich echt nicht drauf, wieder durch Idaho zu kommen. Du solltest dir lieber Sorgen machen, was Maria mit dir anstellt, wenn du zurückkommst. Wir haben schon Schlimmeres durch. Aber als ich in die Stadt durch so eine Nobelecke kam, habe ich eine Halskette gefunden. Die funkelt ziemlich. Glaub, die ist aus echtem Gold. Du glaubst, die ist aus echtem Gold? Es ist echtes Gold. Zeig mal. Ich weiß, wie Gold aussieht. Wenn die echt ist, können wir sagen, sie ist von uns allen. Such dir was Eigenes zum Bestechen. Wie geht's dir? Gut. Ellie. Gut. Danke, dass du für mich da warst. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Du bist so schmalzig. Okay, wie wär's mit... Meine Freunde kommen eben ohne mich nicht klar. Schon besser. Hände hoch oder ich erschieße ihn! Mach es bloß nicht, Ellie! Hau einfach ab! Steh auf! Sofort! Tu nicht, was sie sagen! Halt die Fresse! Fuck. Okay. Stopp! Stopp! Waffe runter! Waffe runter! Fuck. Nein! Nein! Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Du hast meine Freunde getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und es war umsonst. Mach das doch nicht andauernd. Steckst du?
Na los. So. Dad! Okay, wie komme ich über diesen Zaun? Wow. Scheiße. Geklappt. Hier geht's nicht durch. Vielleicht komme ich aufs Dach. Sieh mal einer an. 1978. Dann mal los. Okay. Gut gemacht, Abby. Oh nein! Abs! Du hast da ein bisschen Matsch, Süße. Du auch? Wo? Na, hier. Oh. Weißt du, immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach komm. Sie hätten dich tatsächlich lieber in Sicherheit. Der Wald ist sicher. Dad. Abs, sie hält sich jetzt direkt hinter diesen Bäumen hier auf. Und? Sie wirft jetzt bald. Wir sehen nur kurz nach ihr und gehen dann zurück. Versprochen. Beeilen wir uns einfach. Siehst du? Ich habe ja meine Tochter, die mich beschützt. Woher wusstest du, wo ich bin? Owen hat mich verraten, oder? Das ist sein Job. Wie hast du es aus ihm rausgekriegt? Gefragt? Hey, hab was gefunden. Oh, wow. 1978. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst sie behalten, wenn du mir versprichst, sowas nicht nochmal zu machen. Okay, einverstanden. Warum glaube ich dir nicht? Keine Ahnung, was du meinst. Komm schon, suchen wir weiter. Dad! Schon gut. Du bist wieder bei Owen, ehe du dich versiehst. Moment, was? Gar nichts. Nur, ihr beide verbringt ziemlich viel Zeit zusammen. Viel mehr als früher. Oh Gott. Wie lange weißt du's? Ich bin dein Dad. Ich sehe sowas. Zum Beispiel, wie ihr wirklich ganz doll versucht, euch nicht anzusehen, wenn ich dabei bin. Ich kann das nicht. Und er bringt dich zum Lachen. Ja, weil er so ein Blödmann ist. Mir gefällt einfach das... Abs, da. Frische Spuren. Warte. Das hier ist nur ein Trick von dir, um mit mir Spurenlesen zu üben, oder? Aber nicht doch. Funktioniert es? Tja, ich meine, ich hab dich gefunden. Ja, aber mit Schummel. Man tut, was man tun muss, damit alles läuft. Wow. Du hörst mir ja doch zu. Manchmal hast du helle Momente. Mal sehen, ob wir was anderes finden. Siehst du noch was? Noch nicht. Such weiter. Dad, hier ist irgendwas. Oh mein Gott. Sie hat schon entbunden. Und hier, zwei Spuren.
Dad? Das ist sie. Na los! Das klingt gar nicht gut. Nein, sie hat Schmerzen. Dad? Los, komm! Dad, warte! Was, wenn hier Infizierte sind? Das Gebiet ist sauber. Wusstest du, dass sie wandern? Du bist bewaffnet, oder? Klar. Oh, Mist. Erbs. Was? Wir müssen sie losschneiden. Ist okay, ganz ruhig. Keine Angst. Wir tun dir nichts. Ist okay. Verdammt, es steckt richtig tief. Erz, komm her. Hier. Ich halte sie fest. Okay. Ganz ruhig. Doc! Doc, sind Sie hier? Wir sind hier, Owen. Was? Hey, komm her und hilf mir beim Festhalten. Wir brauchen sie oben beim... Owen, festhalten! Na los! Hey, Vorsicht! Okay, hast du sie? Ja. Okay, dann los, Abs. Langsam! Heilige Scheiße. Alle suchen nach ihnen. Wir müssen... Hey, halt! Dad! Was ist los? Komm mit! Das haben wir gut gemacht. Doc, das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Aline dauernd redet. Sie war in den Tunneln. Sie hat eine alte Bisswunde am Arm. Kein Zeichen einer Infektion. Das kann nicht sein. Sie machen schon Tests, aber sie brauchen ihre Hilfe. Dad. Gehen wir. Mit dem Hirn verflochten. Wir haben keine Wahl. Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt? Sie ist ein Kind und keine Petrischale. Glaubst du, ich weiß nicht? Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten? Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis oder wirst du es sowieso machen? Ich bitte dich, sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu, alles, wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen... All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter, was würdest du tun? Abby. Dein Abendessen. Danke, Süße. Hey, Marlene. Tu es. Danke. Ich werde es Joel sagen. Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat ein Recht darauf. Viel Glück bei der OP. Du tust das Richtige. Ja. Wenn ich das wäre,
würde ich wollen, dass du es tust. Ist er immer noch hier drin? Ist das? Nein! Abby, nicht hinsehen! Nein! 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 Joel! Steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht. Joe, bitte steh auf. Ah! Nein! Schmorende Hölle, Pendejo. Ich bring euch um. Wow, wow, was soll das? Manny. Aufräumen. Nein, nein, nein. Wir wollten ihn. Das war's. Lebendig sind sie ein Risiko. Das war doch klar. Er hat recht. Wir müssen das beenden. Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er. Sie haben uns nichts getan. Ach ja, und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht. Du hättest Wache stehen sollen, wie ich dir gesagt habe. Weg da! Hör auf! Lass das. Sonst was! Hör sofort auf! Beruhigt euch! Jordan! Erschießt du mich? Stopp! Das reicht. Abby. Oh. Ruhig. Alles okay, Abs? Ja, nur... Was gibt's? Ich hab dich überall gesucht. Wir haben einen Einsatz. Isaac will uns an der Front. Was? Im Ernst jetzt? Leider ja. Beeilen wir uns. Es geht sofort los? Ja. Vamonos. Okay. Hey, danke für das Zimmer letzte Nacht. Ja, wer war es diesmal? Die Küchenbraut? Nein, die Wetterbraut. Sie hat ihren Berg verlassen. Ah, die Wissenschaftlerin. Schön. Ah, sie ist ein bisschen zu begeistert von ihrem Job. Sie sprach dauernd von einem Sturm und ich weiß nicht. Hat sich's gelohnt? Oh, absolut. Jetzt kann ich glücklich sterben. Das solltest du. Was Besseres als sie findest du nie. Hallo, Miss Potts. Hallo, Nelly. Sie auch? Ein Gentleman schweigt. Ich muss kurz mit meinem Dad reden. Holst du uns was zu essen? Ja, geht klar. Hol mir was con picante. Du kriegst, was du kriegst.
Ich freue mich auch, Abby. Oh, shit, Jordan. Hab dich nicht gesehen. Kommst du mit uns in die Saravina? Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Saravina? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben? Nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück? Du weißt doch nicht, ob so ist. Wenigstens kommt Leah vielleicht früher vom TV-Sender zurück. Na, immerhin. Ja. Ich muss los. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Wie oft musst du deine Messer schärfen? Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Okay. Abby, was machst du? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Hey Mann, da ist die Schlange. Baby, was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefälligst hin. Nein. Wir gehen an die Front. Komm schon. Warum hast du drei? Gib einen zurück. Flipp jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Manny? Wo ist dein Rucksack? Im Zimmer? Warum tust du mir das an, hä? Weil die mir beide wichtig sind. Und ich hab genug von dem Scheiß. Weiß sie, dass ich dabei bin? Und ob? Okay. Und es ist okay für sie? Ja. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend? Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid.